Leute, seit vielen Jahren an meiner Seite Y-Food, begleitet mich im Alltag, in meinen Streams, wenn ich öfter länger unterwegs bin. Ist eine vollwertige Trinkmahlzeit mit allem, was der Körper braucht. 500 Kalorien in der großen Flasche, Classic Schoko, meine Lieblingssorte. Und ja, für die Leute, die es noch nicht kennen, können das Ganze unbedingt mal auschecken mit einem Probierpaket. Gibt auch noch Riegel und andere Sachen. Und für die Leute, ja, die es schon länger nutzen, könnt ihr da ein bisschen nachbestellen. Und ja, nutzt auf jeden Fall meinen Rabattcode Fritz-YouTube. Damit spart ihr noch was. Und alle Infos gibt es wie immer unten im angepinnten Kommentar und in der Videobeschreibung. So, und ich würde sagen, wir machen weiter mit Tag 2 vom 48-Stunden-Stream im Wald von Rumatra und Trimix. Let's go. Wir haben quasi den Cut genau in der Mitte gemacht. Erster Tag bei Trimix, haben wir uns ja schon angeschaut. Und jetzt Tag 2 bei Rumatra. Der scheiß Kuckuck. Trimix liegt immer noch auf seinem Schuh. Alle Vögel klingen cool, aber der, was ist das denn für eine Missgeburt? Wir haben so ein riesiges Bett gebaut, ne? Ja, so ein riesiges Bett gebaut. Aber ist doch geil. Ich hab zwei Leute. So ein riesiges und unbequemes Bett haben wir gebaut. Erstmal ein bisschen wieder von dem. Moin Leute, wir haben jetzt einen Tag draußen in der Wildnis überlebt. 24 Stunden sind noch nicht ganz rum. In 6 Stunden sind 24 Stunden rum. Es ist 6 Uhr morgens, wir sind früh aufgewacht. Das ist unser Shelter, so sieht er aus. Nach einem Tag. Wir haben auch Wasser abgekocht. Wir haben jetzt 1 Liter kalt gestellt und dann nochmal 1,5 Liter drin. Und jetzt machen wir den Shelter weiter. Viel Spaß mit dem Video, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Da gibt's heute Krämpfe, da wird's richtig krass. So? Zu wenig trinken und keine Dings und falsche Belastung. Also die haben nur 1 Liter jetzt getrunken am ersten Tag, oder? Zu zwei? Ganze Krämpfe gibt's. Krämpfe gibt's. Mache ich den großen Step über den Fluss oder habe ich die Handkettensäge, gibt's Krämpfe, aber... Krass, du bist aber krampfanfällig, habe ich das Gefühl, ne? Ich glaube, das hast du auch, wenn du nichts isst. Den letzten Baum habe ich gerade noch geholt, hat da schon 20 Dinge abgeschnitten. Boah. Das sind wir nochmal 2 Lattenrost. Dann haben wir die 4 Stück, dann ist unser Bett. Das ist doch fertig. Dann ist das Lattenrost fertig. Das ist das Traberbett fertig. Hier ist auf jeden Fall noch richtig, richtig Potenzial für bisschen hier Dämmmaterial, dass es ein bisschen weicher wird. Ne? Dann holen wir nur noch so Nadelzeug ran. Dann haben wir ein unglaublich geiles Bett. Wir haben ja heute schon gut geschlafen. Genau. Also gut, ich habe in Ordnung geschlafen, ja. Ich auch. Mir ist übel. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Platz, ne? Also. Geil. Ja, nee, wir haben eigentlich gut geschlafen. Ja, ich habe auch gut geschlafen. Mir ist übel. Mir ist richtig übel. Top. Denn hinten hat das alles gefehlt, ne? Ich werde noch mal länger als du. Im Stream haben die, glaube ich, 4 bis 6 Mal abgekocht. Ah, okay. So. Die sind geil, auch zum Draufsitzen. Ja. Die sind toll. Da hinten lagen ja irgendwie 4, 5 Bäume auf einen Haufen. Ja. Die sind alle weg, ne? Ja. Der hier in der Grundschütze sitzt, den kann ich mal schreiben. Ey, kein Problem. Ich habe alle umgefallenen Bäume beseitigt und auf einen zerteilt. Nee, warte, ich muss wirklich jetzt. Ach so, nicht da. Und ich bleib hier unten hängen, Mann. Äste abgesägt und auf einen Haufen gebracht, den perfekten Baum stimmt. Das ist halt dumm, dass er nicht fest ist, ne? Das nervt halt so krass, wenn die zu locker sind. Oh. Ist echt übel, ich weiß nicht, von Überanstrengung, nichts zu essen, Wasser war schlecht, Salmonellenvergiftung. Man weiß halt nicht wovon, ne? Ja. Aber übel ist ja erstmal nicht so schlimm. Erst wenn du kotzt, dann verlierst du ja Wasser. Solange das drinnen bleibt, passt das ja. Das ist die richtige Einstellung, so gefällt mir das. Wir sind ganzen Tag nur am Essen und Essen, ne? Also wir entessen und entessen und entessen. Entessen? Das haben die Leute damals ohne Metallsägen gemacht. Da warst du halt immer draußen, ne? Ja. Ich sag auch, selbst irgendwie ein Steinzeitmensch hatte doch die gleiche Arschritze. Die hatten zwar ihre Höhle, wo sie alles hatten und ihre Felle und den Scheiß, aber wenn du einfach einen Steinzeitmensch nimmst und einfach in die Natur reinpackst, ja, war der auch abgefuckt. Denkst du? Und dass er nicht zum Unterlegen hat und dass es schon dunkel wird. Der hat ja kein Beispiel gehabt, weißt du, was ich meine? Wenn ich mich morgen oder übermorgen dann in mein richtiges Bett reinlege, dann weißt du, wie gut sich das anfühlt. Ja, das ist krass. Nee, aber ich sag mal, selbst wenn die geboren werden, kommen die ja in irgendeine Gruppe von 12 Leuten da rein, von 12 Steinzeitmenschen. Die haben ja schon was. Geile Unterhaltung. Weißt du? Ach so meinst du, ja. Klar ist das scheiße, aber die haben wenigstens eine Hülle, wo sie ihr ganzen Arsch voll Zeug haben. Ja, die haben schon mal so lange gelebt, um Kinder zu machen. Und dann genau. Ein Kind geboren und dann hat das da ein bisschen. Dann sind wir fertig, ne? Wenn ich den jetzt von hinten sehe, wird vorne fertig. Mhm. Alter, hier ein riesiges Bett gebaut, ne? Ja, das doch ist es. Größer? Das will ich mir den ganzen Tag anhören. Ja, dann lass hoch zum maximalen High-Level. Lass mal so hoch bauen, dass Schnee liegt. Alter, ich bin 2 Meter. Das ist 2,20 Meter das Bett, ne? 2,20 Meter breit? Breit. Alter! Und mindestens genauso lang. Ja. Das ist 2,20 Meter mal 2,40 Meter. Ja, ja.
Das ist geisteskrank. Wir haben einfach 2,20 Meter und 2,40 Meter Bett aus Baumstämmen gebaut. Aus Baumstämmen? Ja, aus Baumstämmen, Alter. Das Krasse ist auch, weil das so stabil ist, ist das halt auch wirklich einfach unser Bett, aber auch unser Boden von unserer Hütte. Ja, das ist krass. Das ist beides gleichzeitig. Ja. Die sind alle abgebrochen. Ja gut, aber der Stamm ist halt auch im Vergleich zu allen anderen hier irgendwie 20, 30 Zentimeter länger als der Rest. Die sind zu tief, die Bäume werden zu groß. Unten kommt keine Sonne mehr hin, die brauchen die unteren Äste nicht. Das verschwendet nur Energie. Dann werden die tot und fallen ab vom Wind. Und dann liegt perfektes Baumaterial hier einfach rum. Oh mein Gott, was ist? Die Säge hat es zerfickt. Hier war eine Schraube drin, die ist rausgesprungen. Oha. Das ist sehr schlecht. Ich kann die Säge jetzt nicht mehr benutzen, glaube ich. Das habe ich ja gesagt, das wird eh passieren. Wow. Boah, die Schraube ist runtergefallen. Ich arbeite jetzt ein bisschen mit dem Messer. Dem Messer? Ja. Das hast du direkt auch kaputt. Nein, das kann das. Das sieht gar nicht schlecht aus hier vorne. Guck mal. Da haben die jetzt hier eine Querlatte gemacht und jetzt die Dinger hier rangestellt. Aber sind die nur rangestellt oder sind die festgebunden? Aber sieht gut aus. Hat irgendwie was. Nur, dass dann das Dach irgendwie in den Shelter reinläuft, weil das ist ja nicht drüber. Das machst du dran, das mach ich nicht alleine. Ist nur rangestellt, ja. Ja, das habe ich so gefreut, dass du das gemacht hast, ne? Aber wenn es regnen sollte, dann regnet es halt auf die Plane und läuft dann im Shelter runter, ne? Aber die Stöcke da oben sind echt scheiße, da müssen wir uns irgendwas überlegen und zwar... Das geht so nicht, die hält gar nichts. Immer so, als würde was drauf fallen. Aua. Oh ne, hast du dir wehgetan. Ja okay, sagst du, ist geil oder was? Das ist geil. Was denkst du, wie das bei den anderen ist? Weiß ich nicht, bombenfest? Bombenfest, jeder einzelne Ast. Nein. Alter, die bauen richtig massiv. Alter, das wäre sogar noch mal ein geiler Ast für den Latten drauf. Also ich fand es in Ordnung. Erste Nacht war super. Also deutlich angenehmer als meine erste Nacht, die ich in meinem eigenen 4-6-Stunden-Stream gemacht habe. Als ich alleine draußen war, warst du ja im Auto, ne? Und ich habe komplett alleine da im Wald geschlafen. Und zu wissen, dass einfach irgendwie Max neben einem liegt und dass es dem genauso scheiße geht und dass der auch eigentlich keinen Bock hat, jetzt hier draußen mit den ganzen Mücken rumzuliegen, das erleichtert irgendwie, ne? Ja. Ja. Wir haben vorhin zweimal abgekocht, das haben wir jetzt im Fluss gestellt, damit das runterkühlt. Ah, okay. Das ist jetzt einfach geiles gekochtes Wasser. Zweimal abgekocht, eine Flasche voll, also 500 Milliliter. Pro Kochvorgang. Hier aus der Quelle und dann abgekocht, sehr cool. Aber halt viel zu wenig, ne? Schmeckt so rauchig, ne, weil das so in dem offenen Feuer mit der ganzen Asche zubereitet wird. Wenn wir da in Alaska und Kanada einen richtig schnell fließenden Bach haben, können wir daraus trinken. Da ist ja nichts, da ist ja nur Natur. Also wir müssen vielleicht mal... Biberfieber. 500 Meter hochgehen und gucken, ob da irgendwie ein Kadaver im Wasser liegt. Ja, wenn da aber der Biber reinscheißt beim Vorbeigehen, das siehst du nicht. Ja. Aber sonst können wir daraus trinken. Nee, einmal abkochen, 1 Liter. Das bezweifle ich stark, dass in diese kleine Schale 1 Liter Wasser reinpasst. Ich habe danach alles schon mit Antibrom eingesprüht und dann lässt sich sehr gut schlafen, sag ich. Also das ist jetzt Dynema-Plane. Und ich habe es nicht hingekriegt, das zu Hause noch zu bearbeiten. Das heißt, ich habe das hier oben einfach festgeklebt, so billig. Geil wäre halt, wenn es wirklich mal geregnet hätte, damit man das mal so ein bisschen austesten kann. Aber es ist jetzt quasi von hier bis hier sollten es 2 Meter sein. Und quasi die Schräge ist 1,40 und die Schräge ist 1,40. Also es ist sehr stabil, warte, ich kann das auch mal vielleicht... Aber ein bisschen klein irgendwie, ne? Es ist ein bisschen klein. Vor allem 2 Meter in der Länge, Alter. Wenn da der Regen kommt, der nicht gerade von oben, da ist halt deine Kopf und deine Füße werden so nass safe. Vielleicht demonstrieren, wenn ich so ein bisschen drauf. Im Test im Stream waren es 700 Milliliter oder sowas. Echt? Okay. Also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber... 600 Milliliter passen rein, wurde schon mal abgemessen. Na, da seid ihr euch auf jeden Fall einig. 80 Milliliter passen in die Schale, haben die im Stream gesagt. Nee, Chat ist sich auf jeden Fall wieder sehr, sehr einig. Es gab ein Unwetter, okay, vielleicht kommt das noch. Das ist schon, also klar, wenn ich jetzt einen Stamm hier durchstecke, dann reißt das, aber da passiert so schnell nichts. Wir haben es halt so hoch aufgehangen, weil wir halt 14 Tage an dem Shelter bauen wollen, wenn wir da sind. Und wenn wir das Ding einfach auf den Boden stellen, dann gibt es da nicht mehr viel zu verbessern quasi. Dann steht das ja auf dem Boden, dann lehnen wir da Äste dran und dann krabbeln wir da jede Nacht rein. Rein theoretisch muss der auch echt nicht ganz so hoch sein, aber es ist halt cool, wenn der so hoch ist, ne? War es weich auf dem Bett? Max, wie weich ist es gerade? Wenn du so deine Schulter...
Und deine Hüfte. Was ist mit Max los gerade eigentlich? Genau zwischen zwei Lattenroste so rein platzierst, wenn du richtig liegst, dann geht's. Dann geht's, okay. Also ihr unterschätzt echt, wie viel Platz wir in diesem, wie groß dieses Bett ist. Max ist echt ein riesiger Mensch. Max sieht klein aus, du siehst klein aus auf dem Bett, ne? Das ist riesig. Du siehst aus, als wärst du, keine Ahnung, als wärst du 1,40 groß. Wie sieht's mit unten runter aus? Irgendwer meint, auch unten runter wäre wichtig, damit er nicht durchzieht. Da musst du ja nochmal so viel unten runterlegen, oder? So, und davon jetzt 5 Schichten, aber Dach. Cool. Also ist nicht komplett wasserdicht, aber... Muss es ja auch nicht sein. Ja, ich würde es andersrum machen. Dass die Blätter... Ist doch noch unten. Also umdrehen jetzt noch. Ach, jetzt noch umdrehen. Ja. Du meinst so. Ja, genau. Ha. Ich habe mal einen anderen Baum geholt. Ja. Glaubst du, ein Bär rafft überhaupt, dass da ein Haus ist? Oder ist der tot? Der wird uns auch so wieder Alter. Ey, weißt du, warum uns Bären nicht angreifen? Also, wir sind andere Prädatoren. Weil wir, Beutegreifer. Wir riechen sie die. Weißt du, was ich meine? Ja, aber... Wir riechen den Raubtier, obwohl wir extrem ungefährlich sind. Das, So, im Hintergrund ist erstmal Kindergarten unterwegs, oder was? Interview von Stern TV von Andreas Giening und dann zitierst du das hier und willst hier mit krassem Wissen gehen. Genau, genau. Hast du es auch angeschaut, das Andreas Giening Interview? Hey, so übel krass. Ist, vielleicht haben die Leute das nicht gesehen. Ich hab's gesehen. Vielleicht habt ihr es nicht gesehen. Die greifen sich an, normalerweise, weil wir riechen wie ein Monster. Also du nicht, Digi, du stinkst einfach. Ja, richtig. Aber ich stink irgendwie so gefährlich, weißt du, was ich meine? Also ohne Plane drunter müssten wir hier, keine Ahnung, wahrscheinlich 5 Tonnen von diesem Grünzeug drauflegen, oder? Aber sieht natürlich geil aus, wenn die das so ein bisschen covern, ne? Es hält doch so gar kein Wasser ab. Der Scheiß. Das ist erstmal nur, dass sich das voll saugt und ein bisschen zur Seite fällt, aber irgendwann, wenn es jetzt 5 Stunden Dauer regnet, dann wird da richtig viel durchkommen. Deswegen haben wir die Plane. Aber es sieht cool aus. Hier ist auch nochmal was, liegt das hier hin, ne? Ja, ich platziere das. Ey. Ey. Hast du mit den Giftbären hast du geholt? Ja, geil, ne? Die rieseln mir dann ins Mund, wenn ich sabber und dann sterbe ich. Das ist jetzt so konzeptplanmäßig, Spannungsbogen halt scheiße, dass wir das jetzt schon können, ja, ne? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Schulterbau müssen wir nicht nochmal machen, ist fertig. Was machen wir jetzt noch bis dann, was ist bald? Ja, wieder zocken, ne? Wollen wir noch Satisfactory? Ja, sag den Vorbereitungs mit Otto ab und wir machen noch Satisfactory. Wir machen noch Satisfactory. 72 Stunden zu spielen. Wir stellen uns mal beide daneben, damit die Leute raffen, wie mächtig dieses Dach ist. Komm mal her. Ja, um noch mehr zu realisieren, wie mächtig das ist, müssen wir uns einfach rein. Steht drin. Ich stehe davor. Ja, schon gut. Das ist schon echt gut. Shelter, Leute. Ist echt mächtig. Aber hat was. Und mit Schuhen. Über 1,95 und das Ding ist höher als ich. Die sind jetzt bombenfest. Mhm. Wir haben hier Moos draufgelegt, unter dem Moos sind Stöcker. Hier ist sowas zum, dass wenn das Wind ist kommt. Kein Moos, Alter. Das sind Blätter einfach. Blätter, sorry. Blätter draufgelegt. Haben wir hier noch was Wir sind gerade im Bauprozess. Oh. Für die Kamera hast du es getan? Ja, für die Kamera habe ich es getan. Das ist nicht für locker. Für euch habe ich es getan. Das ist nicht locker. Wir wollen jetzt hier eine Halterung bauen, damit es fest ist. Meinte Romatra, ey, ich mache jetzt hier noch mal ganz kurz ein Zwischenfazit. Ja. Okay. Und jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich dachte, du bist beschäftigt, dann holst du irgendwas. Und den da? Der auch noch, ja. Also die Säge hat echt schon einige. Kannst du die Handschuhe dabei abmachen? Nein. Ich weiß nicht. Du wärst so unfassbar präziser ohne Handschuhe, ne? Die Frage ist, was mal spannend wäre, wie viel Schnur haben die verbraucht? Nochmal eine Shelter-Tour. Wir haben das Ding sau hoch gebaut. Das ist 2 Meter hoch. Das ist riesig. Dann haben wir innen ein Tarp gespannt. Ah, sieht da gut aus. Die Seite ist noch nicht fertig. Hat da schon was? Hier. Das haben wir innen gespannt. Dann haben wir da drüber noch eine Konstruktion gemacht, wo wir dann ganz viele Äste, das seht ihr hier. Wenn die zwei schon sowas bauen, was bauen, dann erst die Naturensöhne am ersten Tag. No pressure. Ja gut, der Naturensöhne-Shelter, den die in ihrem Video gebaut haben, der war schon nochmal krasser. Ja. Drüber. Aber die hatten auch andere Materialien. Ne? Ja. Ab zu schützen, falls etwas von oben runterfällt. Dann haben wir auf diese ganzen Äste, die gehen einmal so durch, Laub getan. Damit unser Vordach einen kleinen Nieselregen wird's ab, wenn es richtig regnet, werden wir. Ja, das Hauptproblem ist, glaube ich, in der Konstruktion, dass wenn es hier rauf regnet, regnet es halt einfach hier rein und läuft dann innen drin halt ab. Nass, wenn wir die unterm Tarp sind, dann müssen wir uns der Nacht umlegen. Die Blätter haben wir noch einmal mit einen Stock befestigt, der hier ist festgebunden, damit die auch, wenn es windig ist, nicht alle Blätter wegfallen. Wir haben jetzt hier eine Wand gebaut, nur aus Baumstämmen. Da ist kein Ast dabei. Wir haben generell den gesamten Wald hier, 1 Hektar groß. 2 Hektar, dachte ich.
umgefallenen Bäume hierher gebracht. Das ist das Coolste so ziemlich, was wir haben. 2,20 Meter mal 2,40 Meter. Auch nur Baumstämme. Alle entastet, alle richtig geil rund. Ist ein richtig gutes Lattenrost. Hier ist überall auch, also man sieht nicht. Und dann haben wir noch ganz viel Laub. So, Laub ist nicht genug, so Nadellaub drunter. Bisschen. Das haben wir als letztes gemacht, wenn ihr erst heute Morgen dabei wart. Hier noch so eine kleine Wand hingepackt, dass man noch ein bisschen Windschutz hat. Heute Nacht soll windig und Sturm werden. Das macht richtig was her, wenn man das sieht von außen. Aber ja, die zu transportieren und durchzusägen, ist unglaublich kraftraubend. Das haben wir noch. Hier oben haben wir noch einen draufgelegt. Spannende wird halt echt das Material, was man dort vor Ort hat, ne? Für die, was hat man dort vor Ort? Und wenn Material? Wir jetzt noch mehr Zeit hätten, hätten wir heute schon das Ding hier fertig bauen können. Also hätten wir noch mehr umgefallene Bäume gehabt, hätten wir das gleiche hier auf der anderen Seite heute hundertprozentig geschafft. Nimm mal rein und zeig mal so von deiner Sicht. Ich zeig mal von meiner Sicht. Hier ist die Wand Nummer 1, die dichtet so ein bisschen. Hier, die Seite ist halt deutlich stabiler. Schön Kurs. Hier geht's dann raus, das ist der Ausgang, da steht Max. Steht mein Cutter, der hat die letzten zweieinhalb Stunden nichts gemacht. Hier ist die Wand von innen, die sieht fresh aus. Ich zeig mal so, moin Leute. Also alles, was das hier abdeckt, ist regensicher und sturmsicher. Regen- und sturmsicher. Diese Ameisen sind so groß, die fallen von dem Baum runter auf dich drauf und ich spüre, dass die landen durch den Pulli durch. Heftig. So groß sind die. Und meine Scheiße nervt das. Oh, jetzt Feuer nochmal oder was? Mit Feuerstahl. Findest du die Taktik? Das ist voll kurz. Boah. Alter, wie hast du das gemacht? Das ist der Feuerstahl von Sven? Ja. Den hat er mir mitgegeben. Du hast geklaut. Den hat er mir mitgegeben. Den hat er so geklaut. Danke Sven. Wenn du schaffst, ist halt ultra geil, ne? Ja, ich weiß. Aber wenn du nicht schaffst, darfst du nicht so frustriert sein. Doch, bin ich. Was soll ich machen? Ja, reicht, brennt doch schon. Es brennt doch schon. Hä? Wow, ich hab's geschafft. Lol. Ganz klein. Oh, der war viel zu groß, du Schwanz. Echt, nein. Schwanz. Oh, du Schwanz, die Kleinen hier erstmal hier. Nein. Dreckig. Hättest du nicht gedacht, ne? Hätte ich niemals gedacht, ne? Mit der beschissensten Scheißbirke, ne? Hey, geil. Ja, das gibt mir einen riesen Moralboost. Ich denke jetzt, ich kann aus allem Feuer machen. Das war das erste richtige Lagerfeuer, was wir stapeln konnten, ne? Ja. Und was nicht so hässlich irgendwie so geflacht liegt. Deswegen sieht das auch schön aus. Jo, letzte Nacht, wir haben den Shelter soweit fertig gebaut. Ich glaube, der ist jetzt Wind und Wasser fest. Vielleicht stürmt es heute Abend noch, dann finden wir das raus. Stimmt, das soll ja um zwei ganz doll regnen. Oh, ich hoffe, da kommt was. Wirklich ganz doll regnet, dann finden wir das raus. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wäre cool, ich würde es gerne rausfinden, weil ganz ehrlich, eine nasse Nacht würde ich auch noch aushalten, wenn ich morgen hier heimfahre. Ja, und dann ist heute die letzte Nacht. Morgen früh machen wir dann nochmal schnell Recap, wie die Nacht war. Und dann fährst du schön 5 Stunden nach Hause. Und dann fahre ich 5 Stunden nach Hause. Das war ein Wichser, Alter. Du gähnst noch. Oh, es hat anscheinend nicht geregnet. Wir haben jetzt locker 9 Stunden geschlafen einfach da drin. Das ist mehr. Bisschen mehr. Aber was ist denn mit dem Kameramann los? Was ist, also die Aufnahme ist ja völlig überbelichtet. Wir haben echt viel geschlafen. Wir wollten immer um 5 aufwachen, wenn es hell wird, damit wir arbeiten können. Wir haben bis 9 gepennt. Wir haben bis 9 gepennt. Wir waren vor 11 im Bett. Ja, richtig. Wir sind einmal nachts aufgewacht, weil da rechts in dem Busch da drüben, da lebt irgendwas. Alter, das hat nichts mit Weißabgleich zu tun. Das ist einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich alles auf manuell gestellt, aber nichts angepasst. Das sind ein paar Mäuse. Ein paar? Das ist die ganze Mäusefamilie, Alter. Ja, aber die kommen ja nicht. Vermaut. So, Leute. Wir müssen uns auch ein bisschen anpassen. Maus lebt da. Ja. Vom Pokémon. Mhm. So. Und dann haben wir hier gepennt. Das ist unser Schlafbett. Die kennt ihr ja. Haben super gut gepennt, Alter. Ja, das hat geregnet. Es war ein Riesensturm. Es war Sturmwarnung. Sturmwarnung. Und alle haben gesagt, es hält nicht. Es haben überall Riesenäste geknackt. Ey, aber ohne Scheiß, guck doch mal bitte mein Gesicht gerade an und guck mal das Gesicht von Max an. Es kommt doch hin, oder? Ich so noch auf Nacht- oder Morgengrauen. Einfach eine Flashbang, Junge. Der Wind kam immer... Der Gag ist, dass ich ja auch gerade komplett... Also es sieht ja so aus, als wäre hier gerade eine, keine Ahnung, eine Flashbang am Explodieren. Aber bei mir ist ja normal. Also weißt du, so sehe ich ja jetzt nicht. Bei mir sieht ja alles normal aus. Finde ich irgendwie auch witzig. Vielleicht sollte ich einfach ab jetzt... Stell dir mal vor, ich würde immer so streamen. Das ist so mein neuer Stil. Ich würde einfach in der kompletten Überbelichtung streamen. Also in richtig... Man erkennt ja mein Gesicht gar nicht mehr. Hier den Mund erkennt man, aber meine Augen und so, das ist ja gar nicht erkennbar. Meine Nase. Guck mal, jetzt puppe ich mir eine Nase. Sieht man gar nicht. Ist stark. Richtig krasse Schüben. Das war unglaublich leid. Leider ist der Stream in der Nacht ausgefallen, weil der Regenschirm weggepustet ist und dann wurde die ganze Technik nass.
und Datenvolumen war aufgebraucht. Es war ein richtig krasses Unwetter, hat richtig fett geregnet. Hier, wo wir unser Vorderdach haben, kam immer mal wieder ein paar Tropfen durch. Und weil wir so hoch das Dach gebaut haben, als es so windig war, kam auch ein bisschen Regen rein. Ich habe mich dann aber genau unter das Tarp gelegt und zu dir, wo wir alles schon zugebaut haben, vielleicht dann ziemlich dicht an dir dran, Füße ein bisschen angezogen, weil ich ein bisschen lang bin. Ja. Und da wurde ich nicht nass. Wir könnten jetzt 3-4 Stunden nochmal sägen, Sachen schleppen, Shelter weiterbauen, angeln, Beeren sammeln, ja, alles locker, mögliche. Locker. Das könnten wir locker machen, nachdem wir so gut geschlafen haben. Wir machen einfach 2-mal einen Mittagsschlaf am Tag. Ja, ist wichtig. Ja. Ja. 4 Stunden ranklotzen, Stunde pennen, 4 Stunden ranklotzen, Stunde pennen. Ja. Leute, das war... Ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Den ersten Teil, falls ihr den aus irgendeinem Grund nicht gesehen habt, gibt's bei Max. Das ist der zweite Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Ja, cooles Video. Auf jeden Fall. Mit der Überbelichtung müssen wir noch mal ein bisschen da mit dem Cutter sprechen, was da passiert ist. Aber ja, schön am Shelter noch mal weitergebaut. Die Jungs haben Feuer im Feuerstahl gemacht. Doch, top. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sie sich in Kanada schlagen werden. Daumen nach oben, schaut auf jeden Fall gerne bei Rumatra vorbei.